Liebe Bewohner, es ist Mittwoch, der 12. Mai 2020, 17:12 hier auf Präludien. Ich nehme das Neueste für heute. Morgen verabschieden wir uns auf Präludien von unserem Freund Knut. Naja, eigentlich ist es kein wirklicher Freund, aber wir können uns ja trotzdem mal von ihm verabschieden. Schaut noch mal kurz bei ihm vorbei und ja, sagt einfach Tschüss und ihr braucht übrigens keine Taschentücher. Damit mache ich mich wieder daran, euch das Internet so angenehm wie möglich zu gestalten. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Animal Crossing New Horizons auf Präludien und ich, als ich da gestern gespielt habe, gestern Abend noch, das war insane. Auf einmal war da Knut und er wollte einfach wegziehen. Das war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Hey. Okay, erstmal die Sternis von die Verkaufskisten gilt. So. Okay. Gulliver, stimmt. Ich hoffe, dass er jetzt, also ich hoffe, dass ich das, wie heißt's, Stonehenge bekomme. Lol, das kenne ich noch gar nicht. Okay, hab nie gesehen. Aber okay. So, und, oh, Thunder was. Ja, Luca, ich habe schon alles über deine Pläne gehört. Du willst Blumen in einen VIP-Kristall verwandeln, um den großartigen Keke herzulocken. Ich raste aus, wenn du das tatsächlich hinkriegst. Das wäre der Oberhammer. Weißt du was? Ich werde dich dabei unterstützen, damit unser Traum wirklich in Erfüllung geht. Nur wie? Ah, ich hab's. Was, wenn wir einen total glamourösen VIP-Bereich gestalten? Ist das nicht eine voll coole Idee? Ich hab sogar was dabei, das dir bei dem Unterfangen helfen könnte. Das ist von diesem super coolen Schmuckstück. Von diesem coolen, meine ich natürlich. Diese Sandburg ist doch absolut VIP-verdächtig. Wenn du die irgendwo hinstellst und Keki direkt hierher reist und mein Leben wäre perfekt. Ja, bestimmt, Tanja. Und das Lupo. Mit dem werden wir auch gleich reden. Aber erstmal will ich meine Sandburg hier hinstellen. In der normalen Farbe. Ja. Denn es gibt noch eine hässlichen hellen Farbe. Und die passt leider nicht so gut zum Sand. Aber egal. So passt natürlich besser. Ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Aber nicht schlimm. So, schon, was ich jetzt machen kann. Ich sage, ich verabschiede mich erstmal von Knut. Oh, es singt. Also ab zu Knut rüber. So, ich denke, dass auch heute wieder zwei Tage in einer Folge sein werden. Mal schauen, was dann so am nächsten Tag auch passiert. Da wird es nämlich dann auf seine Bewohnersuche gehen. Bin echt gespannt. Ich hoffe, dass ich einen coolen Bewohner bekomme. Ich habe noch nie seine Innenrichtung gesehen. Hey, Januka. Bin ich froh, dass du noch aber hierher schaust. Ich wollte mich bei dir bedanken, dass du mir geholfen hast, die Entscheidung zum Umzug zu treffen. Dein guter Rat lässt mich zuversichtlich auf die Veränderungen in meinem Leben blicken. Hops. Ich freue mich auch, dass du wegziehst. Och, das ist wirklich eher als erstes wegziehen, hätte ich niemals gedacht. Ich habe wirklich alles erwartet und ihr könnt auch an den Blumen sehen, dass sie noch nicht ganz gewachsen sind. Das heißt, da kann man auch sehen, dass ich getimetraveled habe. Und es war auch für mich mega überraschend. Und ich bin so gehypt, dann neue Bewohner zu suchen. Und Aziza. Ich habe schon noch nie auf den hier gesehen. Ah, Salam, nämlich Aziza. Ich bin bekannt bei allen, die diese schönsten Teppiche suchen. Aziza bringt sie aus der fernen Heimat, damit du deinen Grund und Boden damit verschönern kannst. Kleine Teppiche kosten kleine Teppiche, große Teppiche und mittlere. Alle habe ich nach dem Kauf, siehst du sie. Und mehr noch, auch mysteriöse Böden und Tapeten gibt es bei Aziza. Erwirb, Freund. Ja klar, dann nehme ich doch gerne erstmal einen Teppich. Nun wohl, du willst einen Teppich kaufen. Welche Größe suchst du? Aziza hat Teppichgrößen in drei Größen. Du, Freund, hast das Wählensqual. Kleine kosten 1000, mittlere 1500 und große 2k. Ich hätte erstmal einen kleinen. Ah, meine Lieblingsgröße. Ich hoffe, meine Hand für die Bezahlung, die du gibst. Ist ja nice. Vergnüg dich mit deinem Kauffreund. Frohe Kunde, guter Kunde, erhalte ein Aziza-Coupon als Dankeschön von Herzen. Für 5 Coupons belohnt Aziza mit schönen mysteriösen Böden und mit herrlichen mysteriösen Tapeten. Für den Teppich kleiner Größe erhältst du ein Coupon. Kaufe erneut, Freund. Aziza's Coupons seien dir gewiss. Ist dein Gebäude schon erschöpft oder verlangt es noch den nach weiteren Waren? Ja, noch ein Teppich. Und zwar diesmal den großen.
Und zwar kosten die 2000 Sternis, also einen großen bitte. Ah, meine Lieblingsgröße. Hä, hey, also ist quasi jede Größe ihre Lieblingsgröße. Okay. Also, ah, meine Lieblingsgröße. Ich öffne meine Hand für die Bezahlung, die du gibst. Der Teppich wird dir Freude bringen. Die Sternis werden dich zerfreuen. Ein Ausgang voller Glück. Ich schenke dir den Lohn für deinen großen Teppichkauf, guter Freund. 3 Erzise-Coupons, bitte sehr. Oh. Kaufe erneut, Freund. Erzise-Coupons, sei nie gewiss. Ich habe da keine Sternis mehr, deswegen komme ich gleich wieder, Erzise. Keine Angst. Kann ich irgendwas verkaufen? Ja, anscheinend doch nicht. aber ich habe auf meinem Konto doch sehr neue 5000. Müsste eigentlich reichen. Also, let's go. Stimmt, vielleicht sag auch mal Tunduk dann was. Nee, okay. Also. Dann mal schnell an den Bankautomat. Und zahlen wir erstmal. Komm, machen wir 6000, oder? Und einfach alles. Perfekt. Egal. Ich kann ja den Rest wieder herbringen. Das würde ja schon passen. Perfekt. So, ich bin so gespannt, wer jetzt dann morgen den Weg herfindet auf die Insel. Also, Azizia. Ich sehe dich wieder, Freund. Suchst einen Boden nach Teppichen? Auch mysteriöse Tapeten und Böden verkaufe ich, die dir überraschte Freude machen. Ich hätte gerne eine mysteriöse. Ein Teppich nochmal. Ich habe den mittleren ganz vergessen. So. Einen mittleren bitte. Arme Lieblingsgröße. Ich hoffe, meine Hand für die Bezahlung, die du gibst. Im sonnigen Lächeln glücklicher Kundin. Gedeiht als dieser Freude, so wie ihr Geldbeutel. Ich schenke dir den Lohn für deinen mittleren Teppichkauf, guter Freund. 2 Zizekopos, bitte sehr. Und jetzt kann ich mir was aussuchen. Oh Freude, oh 45. Coupons sind dein allein. Eine glückliche Zahl. Dafür darfst du eine mysteriöse Tapete oder einen mysteriösen Boden erhalten. Möchtest du? Oh ja. Es freut mich. Was möchtest du, Tapete? Einen Boden? Sag, was dich verlockt. Ich hätte gern einen Boden. Dein Boden. Hab schon nicht so gut. So gute was? Ach stimmt, 5. Hab schon gedacht, dass ich jetzt alle haben möchte. Oh, da ist der Boden. Sei erfreut auf dein nächstes Treffen, Azizia. Meine mysteriösen Wachen bestören sich ja auch deine Sinne. Ist dein Gebäude nur erschöpft? Nö, ich will noch eine mysteriöse Tapete kaufen. Azizias mysteriöse Tapeten kosten 3000 Sternis. Und nicht mehr, verlockt der Preis, Freund? Ja. Nun wohl die Bezahlung. Ich bitte, ich danke. Freue dich auf einen Anblick, der dein Herz ersprießen lassen wird. Wie Feigenblüten in der Sonne. Ist dein Geldbeutel nur erschöpft oder verlangt dich nach weiteren Waren? Ja, im Boden noch. Wenn du 3000 Sterne kostet, ist dieser mysteriöse Boden. Sag, soll er dein sein? Ja. Nun wohl, die Bezahlung. Ich bitte, ich danke. Aber nice, dass es jetzt auch noch vorbeikommt. Jede Ware, die du kaufst, verheißt Glück und Freude. Freue dich und kaufe schon bald erneut ein. Sein Geldbeutel erschöpft oder verlangt sich nach weiteren Waren? Nein, ich habe alles leer gekauft. Sie wird zurückkehren, mögen unsere Geldbeutel schon bald wieder im Einklang klingen. Sehr nice. So, Lupo, hi. Dir geht's heute gut, was? Au! Habe ich den Herd ausgemacht, als ich rausgegangen bin? Habe ich überhaupt einen Herd zu Hause? Ein Zuhause habe ich, aber da bin ich mir ziemlich sicher. Perfekt. Sternis für Bewohner reden. Ich denke, ich werde wieder über die Nacht ein bisschen farmen. Oder halt jetzt über den Tag dann noch. Denn ich brauche noch ein bisschen meine Tickets. Sehr wichtig. Da muss jetzt auch noch Rex. So, ich würde sagen, dass ich den ganzen Kram im Laden und in der, oh, da bin ich viel. Und in der Schneiderei noch alles off-cam mache. Dann erstmal eine Rot-Textmatte. Ja, sieht doch toll aus. Dann ein Rotzöpfelteppich. Sieht hässlich aus. Und eine Isomatte. Für den ich hier keinen Platz habe.
Für die ich hier gerade was hab. Hä? Ist sie so groß? Hm, geht doch. Dann der Zebrastreifenboden. Mhm. Dann der Pyramidenboden. Okay. Dann haben wir noch die Tapete. Eine Baumtapete. Machst du mal ein bisschen dunkel hier drin irgendwie. Ja, schon viel besser. Perfekt, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich am nächsten Tag wieder. Also, bis gleich. Ah, Januka, da bist du ja wieder. Willkommen. Es ist, nett von dir, dass du uns unterstützt. Es hilft uns dabei, die Beste an der Schnelle rein zu sein. Aha, das ist wohl gerade schon wieder in deine Lieblingsfunde reingeschneit, Sina. In letzter Zeit höre ich hier immer dieselben Leier, obwohl heute Januka reinschaut. Oft genug ist dann immer eine Antwort, immer langsam, wir haben noch nicht mehr geöffnet. Tina. Keine Sorge, Schwesterchen. Januka nimmt sowas doch mit Humor, stimmt's? Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, 13. Mai 2021, hier auf Präludien. Jun, das war's für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, ihr alle begrüßt unseren neuen Gast. Und damit sind wir für heute am Ende. Finde ich noch einen wunderschönen Tag. Oh, lol. Hallo und willkommen zu einer Folge Let's Play in die Pokémon... Nee, das ist keine neue Folge. Und auch nicht in die Pokémon Snap. Egal, willkommen auch mal einen Tag. Und es ist gerade ein bisschen überraschend. Denn anscheinend zieht direkt niemand Neues ein. Also kann ich jetzt auf meinem Platz direkt nachfragen. Wenn er cool ist. Boah, ich hoffe, das sieht cool aus. Da kann ich meine Mantikets sparen, die ich habe. Ich habe nämlich mal gefarmt. So. Ich habe ja ein paar Sachen bestellt. Perfekt. Ich glaube, ich gehe jetzt erstes Mal schnell noch in die Schnellerei, denn es ist gleich 21 Uhr. Und, da schließt die Schnellerei. Und das will ich nicht. Muss noch kurz mit, Sina reden. Okay, nice. Oh, eine Froschmütze. Halt, Dina. So, Sina. Willkommen, Januka. Entschuldige, ich kann wie üblich die Arbeit nicht unterbrechen. Wir sind ja nur zu zweit hier im Laden. Da kann ich nicht einfach Pause machen und zu plaudern. Ich hatte ja schon erzählt, dass sie in unserem alten Schneiderei auch Miller gearbeitet hat, nicht wahr? Sie ist sehr fleißig und hat sich als Mäusenderin sehr gemacht. Wir sind mächtig stolz auf sie. Bevor sie Freiberuflerin wurde, war Minna auch mal bei einer berühmten Modedesignerin in der Lehre. So kann man es nennen. Ah ja, wir drei Schwestern haben lange nicht mehr zusammen gewohnt, leider. Ach ja, schöne Zeiten waren das. Manchmal hing zwar der Haussegen schief, aber es war immer was los. Tina, einmal hast du ein Eis verputzt, das mir extra hinter den Erbsen versteckt hat. War die sauer. Hey, erzähl doch sowas noch nicht, wenn Januka hier ist, Schwesterchen. Hihi, kleine Revanche für deine kleinen Geheimgemeinheiten zuletzt. Jedenfalls ist es schon etwas traurig, dass wir jetzt wieder getrennt voneinander leben. Aber das ändert nichts daran, dass Minna unsere von Unterstützung hat, um ihre Träume zu erfüllen. Absolut, Schwesterchen. Letztendlich ist Minnas Traum ja nun auch unser Traum. Nice. Okay. Jetzt geht's aber mal wirklich los. Erstmal den Campingplatz und dann auf meinen Inseln, wenn kein guter Bewohner auf dem Campingplatz ist. Also was ich mir wünsche, wären Freddy, Nestor oder Julia. Aber das muss wirklich gut laufen. Das war auf der Karte schon wirklich der Platz jetzt frei ist. Ja. Perfekt. Also, let's go. Da ist ja der Campingplatz. Morgen ist auch alles fertig gewachsen. Mal schauen, ob dann die drei Sterne erreicht sind. Oder ob erst übermorgen alles fertig gewachsen ist. Mal schauen. Wohnst du hier? Sehr erfreut. Mein Name ist Frauke. Ich bräuchte eine Auszeit vom Alltag. Deshalb ich hier mitten in der Natur nach Ruhe suche. Zunächst war ich etwas skeptisch. Aber mittlerweile ist mir die Insistenz Herz gewachsen. Nee, tschüss. Ey, die sieht komisch aus, wie die so nach links und rechts schaut. Oh no. Na egal, vielleicht sind dafür die anderen Bewohner alle cool. Also let's go. 3, 2, 1 und... Hui. Oh.
Also, irgendein cooler Bewohner. Moin, 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 moin. Fliegen. Und ich will mit meinem Ticket hinfliegen. Let's go. Oh, bitte. Ich hoffe schon die ganze Zeit auf den coolen Bewohner. Bitte, 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 bitte. Und neue Früchte. Ich hätte gern neue Früchte. Ach, stimmt, jemand hat in die Kommentare geschrieben, dass es noch Pfirsiche gibt. Das ist mir irgendwie nicht eingefallen. Ich bin einfach lost. Und bin. Sei leise, Udo. Ja. Baumlein, pack einfach ein. Let's go. Let's go. Das ist ein Frosch. Frösche sehen immer cool. Außer, unser lieber Freund, Knut. Ach du Schande. Es ist nicht wirklich hässlich. Aber ich habe das Gesicht ja gar nicht so erwartet. So ein Zufall, bist du auch zum Überlebenstraining hier auf dieser Insel? Man nennt mich Fritz. Oder auch gern mal Fritz Meinecke. Und wie heißt du? Januka vom schönen Inselchen Radudien, verstehe. Kommt mir gerade recht, dass ich jetzt hier einen Rivalen habe. Quack. Alter, Quack. 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 Weg hier. Aber. Nee, weg. Also, fliegen wir nach Hause. Oh ja, natürlich. Let's go. Und jetzt hoffe ich wirklich, dass jemand Cooles kommt. Fritz war ja schon ganz okay. Er war nicht wirklich hässlich. Monika will ich auch haben. Also. Let's go. Oder Dominik. Oh, ich weiß, ich habe so viele Bewohner, die ich jetzt gerne hätte. Oder muss ich erst das Haus wieder umbewegen, wenn ich einen Bewohner habe? Wait, stell dir mal vor, es kommt einfach Knut. Alter, das wäre jetzt so schrecklich. Und wenn ich wirklich keinen richtig coolen Bewohner finde, dann muss. Dann werde ich wirklich keinen nehmen. Und schauen, wer random eins sieht. Bitte sehr cool. Ich kenne den Hamster noch nicht mal. Sieh mal an, ein neues Gesicht. Bist du auch von einer anderen Insel und auf Stip-Visite hier? Selbstverständlich bist du das. Nun, meine Freundin nennt mich Samira. Und du bist? So ihren Luca aus dem fetten Paludieren? Überaus faszinierend. Nun, unser Aufenthalt mag temporär sein. Nur dies soll uns nicht daran hindern, Bekanntschaft zu schließen. Man mag es kaum vermuten, aber ich bin durchaus auch einmal für einen Ulk zu haben, Hümpf. Ulk? Was ist denn bitte Ulk? Ach, egal. Mal kurz absuchen. Nach Flaschenpost. Aber ist nichts da. Okay. Boah, das kann nicht sein. Schon so zwei hässliche Bewohner. Also Fritz war okay, aber... eigentlich schon 30 Bewohner. Für Frau gibt's ja auch noch. Los geht's. Mal schauen, vielleicht fahre ich mal kurz ein bisschen Meilen, damit ich meine Tickets kaufen kann. Aber mal schauen. Vielleicht finden wir einen coolen Bewohner. Boah, ich hoffe es so sehr. Also... ich will fliegen. Und zwar zu einer wundertollen, krassen, mega Meileninsel. Und ich weiß es nicht. Ich habe es schon mal, glaube ich, gesagt. Aber wer ist eine Schuld? Bodo oder Udo, wenn ich auf einen hässlichen Bewohner treffe? Eher Bodo, weil er sucht ja gerade die Insel aus. Let's go. Bitte. Bitte. Also. Oh, ist hier gar kein Baum. Ja, ja, ja. Let's go. Oh mein Gott. Das ist die Geldinsel. Und er ist ein Stier. Hä?
Arnold? Diese Stimme. Hey ho, bist du auch zufällig an dieser Insel vorbeigeschwommen und wolltest mal kurz verschnaufen? Nein. Ah, mit dem Flugzeug? Ich heiße Arnold und du bist? Gianluca von Peludien, alles klar. Wird wahrscheinlich ein kurzes Auswärtsspiel hier, aber trotzdem schön, dich kennenzulernen. Ich freue mich nicht, dich kennenzulernen. Okay, ein Ticket habe ich noch. Und, Oh mein Gott, die Sterneinsel. Schade. Okay, gibt's hier? Ja, gibt's. Man braucht nämlich eine Frucht, um hier rüber zu kommen. Die ist halt relativ selten sogar, die Insel. Let's go. Zack. Ein Stein. Perfekt. Also. Oh mein Gott. Paradies. Perfekt. Oh mein Gott, ich war so reich. Ich glaube, ich auch einen Trick mache, mit dem ich mehr Sternis bekomme. Ja, mache ich. Ich habe ihn verkackt. Let's go. Jetzt schnell spammen. Da, 8000 Sternis. Ist das nicht nice? Ja, ist es. Oh, Meilen. Was krieg ich jetzt hier Meilen? Weil ich Gegenstände gehauen habe? Ist immer lieb. Alter, wie viele verdammten Rotzviecher sind da unter der Erde hier? Alter, ich bin einfach reich. Let's go, jetzt kommen die fetten Batzen Geld. Meine Schaufel hält auch echt gut durch, muss ich sagen. Also let's go, letzter Stein. Nein, erst mal kurz noch meinen abholen. Ja, steinreich. Du hast 8 Bänder auf einen Stein gehauen. Was? Wahrscheinlich. Oh lol. Was ist das für ein Links gibt? Meilen. Aber nice, freut mich. Und die 50k sind nicht geknackt. Let's go. Okay. Ein Bewohner. Kann noch cool sein. Ah, das ist eine Stimme. Oh, ich rieche Geld. Nein, geh weg. Meiner. Yay. Ich habe Geld gefangen. Gibt's hier noch mehr Geld? Nee. Nice. Dann würde ich sagen, geht's jetzt wieder zurück, um dann direkt weiter zu fliegen. Das wäre auch cool, wenn man jetzt direkt Udo noch das nächste Mal Ticket geben könnte. Und dann auf den nächsten zu fliegen. Oder bei ihm auch kaufen könnte. Das wäre so toll. Man kann ja sogar Werkzeuge bei ihm kaufen. Mach mal keine meinen Tickets. Das ist dumm. Egal. Vielleicht kommt das ja alles in zukünftigen Updates. Aber erstmal muss ich noch auf die E3 warten. Denn dort wird wahrscheinlich das nächste Update angekündigt. Ich will fliegen. Und ich habe auch schon ein paar Ideen, was da vielleicht kommen könnte an Content. Also ich hoffe aufs Café oder auf die Minigame-Insel. Aber ich schätze, dass es vielleicht sogar wirklich die Minigame-Insel sein wird. Denn es passt zum Sommer besser irgendwie ins Café. Eher so Herbst, Winter wahrscheinlich. Aber egal, Minispielinsel freue ich mich auch. Auf allgemein neue Insel mit so vielleicht neuen Bäumen kann man da vielleicht finden. Irgendwann Bäume aus dem Museum würde ich auch unbedingt noch haben. Die was dunkleren Laubbäume, die sehen ultra nice aus. Oh mein Gott, Wasserfall.
Also, der letzte Bewohner für heute. Einfach weg hier. Ich habe Bewohner schon gesehen und ich... Es war eine Ente, aber nicht alle Enten sind cool. Deswegen. Schnell wieder weg. Ich war noch nicht so kurz auf der normalen Insel. Ja, wild. 1000 Meilen habe ich. Mal schauen, was mache ich denn jetzt hier, damit ich mehr Meilen bekomme. Nee, mache ich nicht. Ja gut. Vermöbelt. Es ist halt ein bisschen blöd, weil es gibt halt so viel eigentlich. 50 Sachen, Meilenstein. Nur 6 von den oberen Sachen da. Verkaufe 20 Unkraut. Pflanze Bäume oder Büsche. Gib Sterns aus, um Sachen zu kaufen. Ja, komm, let's go. Mach ich. Denn ich will heute noch auf einer weiteren Insel fliegen und einen coolen Bewohner finden. Und den muss ich annehmen, denn ich will Frauke nicht haben. Ich will keinen random Bewohner haben. Und ich habe schon die ganze Zeit... Lol. Die ganzen Tiere habe ich vergessen zu sagen, dass ich die Art gefunden habe. Die werden einfach am Ende des Videos noch schnell eingeblendet. Wait, kann es sein, dass jetzt viel mehr da ist? Das war nur Käfer leider. Egal. Also ich denke mal, dass es halt deswegen schon echt sein kann, dass jetzt viel mehr da ist. Das wäre halt nice. Mal schauen. Erstmal will ich aber in Linux laden, denn ich will was kaufen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn ich einfach mal meine gefarmt habe. Und einfach direkt von einer Insel dann. Okay, ich habe immer noch die Hoffnung, einen coolen Bewohner zu finden. Ich meine schon mal, ich habe ein grünes Flugzeug. Das ist doch perfekt eigentlich für einen Freddy, oder? Weil Freddy ist grün und... Versteht ihr? Oh, ich hätte gar nicht damit gerechnet, jemanden auf die Insel zu treffen. Schönheit. Ich bin Jona und du bist? Ah, ja, du bist Modudien. Nett, dass du dir die ganze Zeit nimmst, mit mir zu reden. Meine Bekanntschaften sind noch das Beste am Reisen. Oh, es ist ein Bär und der sieht tropisch aus. Ich bin mir echt nicht sicher. Verdammt. Aber sieht ein bisschen normal aus halt. Mann. Es ist zwar dumm, aber ich habe schon mal Fatima sitzen lassen. Und dafür den Erik bekommen, den ich gehandelt habe. Direkt danach. Und ich denke, dass jetzt das gleiche passieren wird. Ich bin komplett optimistisch. Ich möchte fliegen. Let's go. Puh, ich bin ja gerade echt aufgeregt. Ich hoffe, es war kein Fehler, jetzt da einen normalen Bewohner zurückzulassen, der nicht hässlich ist. Ich meine, es ist halt insane. Es gibt halt irgendwie diese paar coolen Bewohner. Und der Rest ist einfach hässlich. Es ist halt insane irgendwie. Jetzt ist es soweit. Och Gott. Ich meine, es kamen jetzt schon hässliche Bewohner. Also es konnte doch mal ein guter Bewohner kommen. Ein Affe. Wenn es jetzt Pippo ist, raste ich komplett aus. Er sieht gar nicht so schlecht aus. Komm, wir reden mal mit ihm.
Moin, wie heißt du denn? Simon. Oh, hallo, schön, dich zu treffen. Ich bin Simon. Und du bist als Januga von Modulieren. Cool, wirklich cool. Dann schauen doch mal, was wir so alles anstellen können. Banabana. Nee. Ich werde mich überraschen lassen. Oder noch ein... mein Ticket kaufen. Das ist so dumm. Und es gibt halt auch so viele Sachen, die ich halt machen könnte. Wünschte, was könnte ich jetzt noch heute machen? Ballonschütze. Oh Mann. Das ist echt schwer. Ich hätte Juna nicht da lassen dürfen. Okay, gut. Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen, wenn er in der nächsten Folge auf die Insel zieht. Ich hoffe, er ist cool. Wenn ihr es auch, wenn ihr auch auf das Klo kommt, dann lasst ein Like da. Spaß. Bis zum nächsten Mal und ciao.